Oder was will dir Robert? Puh. Ja, aufzubauen. Was mir fehlt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also theoretisch könnte man jetzt hier da das abgrenzen und sagen, wir machen jetzt hier quasi, das ist die Perlhütte. Muss man jetzt aber nicht. Zwangsläufig. Ich glaube, ich habe schon ein paar ganz gute Anubisse mit dabei. Ja, dann ist ja gut. Oh ne, der eine hat geistig labil bekommen. Was ist das? Keine Ahnung. Ja, das ist aber schlecht, wenn er im Lager arbeiten soll. Ne, ne, du wolltest welche nicht kämpfen haben. Ach so, ja. Da ist es egal, glaube ich. Ja, ich habe 5 Stück ausgebrüht und alle direkt ins Inventar nehmen. Elfbecken. Schattenangriff. Baden plus 10, positive Gedanken. Hier solche Sachen wie der Perlensafter, der muss ja nicht innerhalb vom Lager stehen, oder? Nee, ich glaube nicht. Obwohl, nee, warte mal. Achso, ist gut, wenn die Pellbox in der Nähe ist, oder? Obwohl, wie ist denn das? Kann der Perlensafter, wenn der außerhalb vom Lager steht, oder kann man den überhaupt außerhalb vom Lager hinstellen? Das ist ja auch erstmal die Frage. Nee, ich glaube, das ist, der zählt dazu, dass der im Lager Muss stehen im muss. Lager gebaut werden, okay. Aber so halb Okay. außerhalb vom Lager könnte man ihn bauen. Ja. Das ist doch schon mal super. Robert, ich habe deinen Angriff Oh, Anubis. fuck. Glaube ich Mein schon. Angriffs-Anubis. Und. Mein Angriffs-Anubis. Ja, ich habe einen Anubis für dich zum Kämpfen, glaube ich. Genau den richtigen für dich. Gut. Komm mal kurz her zu mir, hinter dir. Warte, 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 warte. Hast du das Wasser schon frei? Was hat denn mein Anubis aktuell überhaupt? Meiner ist Angriffsstratege Grobian, hart im Nehmen und Angsthase. Ja, schau dir mal den hier an. Achso, warte, ich muss Warte. jetzt mal meinen wegpacken. Schmeißen hin. Florian, du läufst die ganze Zeit so rum jetzt, ne? Wieso? Das Wie weiß ich laufe ich auch denn nicht, rum? wieso. Schräg. Ja, warte, warte mal. Ich mach mal so. Ja. Dann lande ich mal und steig wieder ab. Das hat's nicht besser gemacht. Nee, war gerade. Das ist nur bei dir so schräg ist. Okay. Geistig labil. Was kann denn geistig labil? Ist auf Geist jeden ist Fall halt. besser als Angsthase, ne? Ja, ist nur deswegen Arbeitstempo oder Boah, mehr sowas. Muskeln als Verstand. 30% Angriffsstratege und wild. Das ist wild quasi. Ich hätte auch noch im Angebot Angriffsstratege, Krufti, das Schattenangriff und positive Gedanken ist, dass Geist langsamer sinkt. Dann hätte ich noch Ne, das wäre Angriffsstratege, besser fürs Krufti Lager eigentlich. und imprägnant. Also wenn du den nicht haben willst, fürs Kämpfen würde ich den nehmen, den Anubis. Den ich gerade gegeben habe. Ja. Den kannst du haben, ja. Was hat denn der andere für eine Arbeitsgeschwindigkeit, den ich jetzt hatte? Gut, die sind halt alle Level 1. Hat auch plus Das muss man 63. bedenken. Die sind halt alle Level 1, das muss man halt bedenken. Ja, der levelt schon. Okay, scheinbar muss das wahrscheinlich gerade buggy sein. Was? Dass ich halt so schräg rumlaufe. Ja, Bei mir gut. nicht, bei mir Ja, bist du das ist gerade. nur bei mir so. Du liegst auf jeden Fall hier im Essen drinne bei mir. Ja, ich hab's gerade bei dir im Stream gesehen. Es sieht beim Laufen auf jeden Fall witzig aus. Ja, mal sehen, was ich noch so viel Nobis rausbekomme. Du willst das aber nicht überdachen, hoffe ich, von den Pellbetten. Nee, ich wollte es halt irgendwie so ein bisschen abgrenzen. Ja. Deswegen hatte ich Weil erstmal über. so eine Wand gesetzt. Ja, weil über. Überdachen. Ja, schlafen sie manchmal dann Dann nicht, ne? legen sie sich meistens nicht, weil dann muss es entweder 3 oder 4 hoch machen.     װ     װ││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 װ││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 
Ja, nee, muss ja nicht sein. Wir können ja. Deswegen hatte ich nach irgendwie einer halb hohen Wand gefragt. Nee, das gibt's leider nicht. Also zumindest habe ich es noch nicht gefunden. Das wäre natürlich eine coole Sache. Ich meine, man kann es auch jetzt so. Die Betten müssen halt auch im Lager sein, ne? Also man könnte halt Bänke hinstellen zum Abgrenzen. Holzbänke. Theoretisch könnten wir jetzt auch sagen, wir ziehen die Betten hier so an der Lagergrenze entlang, so schräg hier rüber. Ja. Können wir auch machen. Warte mal, breiter. Achso, den Efeu muss ich direkt an die Wand. Und dann machst du halt da irgendwelche, kannst du ja irgendwelche Pflanzen oder sonst was für Deko dahin machen. Es gibt so einen antiken Wandschirm, aber. Der ist halt ungefähr, der ist halt drei Viertel. Der ist halt so halb hoch. Warte mal, ich setz mal einen hin, dann kannst du ja mal sagen, wie das. 6 Betten sind das, also 12 plus 3 in der Mitte macht 15 Pals, die man da reinlegen können. Also hier sowas gibt's halt. Hier. So einen antiken Wandschirm. Achso, naja, nee. Ach, ich mach das jetzt hier so ein bisschen an der Wand entlang. Na, was ist denn hier kaputt? Oder man setzt halt Rattenkisten hin. Aber. 4, 5. Rattenkisten, sind das schon. Ja, aber wir können ja die Betten so hinsetzen. Guck mal, da sind da hinten so die Ecken noch frei. Ja. Ansonsten schlafen die jetzt hier so ein bisschen auf dem Hof verteilt. Das ist ja okay. Das müssten jetzt 15 Betten sein. Devi, was machst du gerade? Devi, ich glaube, wir haben dich nicht gehört im Discord. Hat jemand was gehört von euch? Nein. Nee. Sorry, ich hatte das Mikro noch aus, weil ich vorhin husten musste. ich sammle Hühner und so weiter. Ach so, stimmt, du hast Dings sammeln. Nee, ich wollte da nur jemand fragen, ob jemand vom Steinplattenlager mit Zeug in unser Hauptlager schleppen kann. Aber kann ich sicherlich gleich machen, wenn ich wieder an so einem Portpunkt irgendwo bin. Wie viele Steine haben wir denn noch? Auch nicht mehr so viele. Deshalb. Gucken, dass wir hier von dem einen Lager zum anderen Lager wieder Zeug transportieren. Ich glaube, wir haben immer mehr Ausbeine gebraucht. Wir müssen hier hinten ja noch komplett die Mauer setzen. Ja. Zu deiner Frage, ich habe hier tatsächlich auch Büsche in der Base stehen. Allerdings habe ich, Robert, in dem anderen Lager jetzt da 420 Steine. Bei dir jetzt in dem. Ja, im Erzlager. Mhm. Und damit könntest du ja erstmal weiterbauen, 420 Steine. Ja. Das wäre gut, wenn du die herbringst. Ich bin ja mehr oder weniger drauf und dran. Ich greife jetzt noch kurz hier auf die Base. Hier ist jemand Honig. Wir müssen mal gucken, dass die Reihenfolge in den Futtertrögen passt. Wann bist du noch da ja, in der Nähe? Ja, ich guck schon. Okay, danke. Ja. Jetzt sind bei beiden Trögen erstmal 1000 Bären als erste Stelle. Sehr gut, dann sollen die erstmal Bären fressen, die Mistviecher. Oder unsere geliebten Pelz. Ja, die haben nicht nur Bären zu fressen. Hattest du nicht neulich noch irgendwas anderes gesagt? Ja, Salat können wir ja jetzt noch nicht herstellen. Ja, das Salat kommt dann in das andere Lager, in das zweite, was jetzt quasi vorne dran steht. Da machen wir dann Salatproduktion rein. Oder allgemein die Essensproduktion für die Torten und den Salat und so. Gibt es eigentlich später noch bessere vegetarische Essen? Also kann ich jetzt gerade nicht gucken, weil wir noch keine Kochstelle haben. Okay. Aber der Salat macht halt das Arbeitstempo höher und dann gibt es halt noch eins, das sind glaube ich die Pfannkuchen. Die machen, dass der Geist halt langsamer sinkt.
Das sind eigentlich so die Hauptgerichte. Gut, aber Pfannkuchen kann man ja auch schon relativ easy machen. Ganz am Anfang, du brauchst ja nur Milch und Mehl. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob man dann noch Eier braucht? Nee. Also ich meine nicht. Also, das, was ich bei mir im Singleplayer gemacht habe, die Pfannkuchen, diese Pancakes. Ja. Ja. Die brauchen nur Milch und Mehl. Man müsste noch wie so Transportkarawanen von einem Lager zum anderen machen können. Das wäre ganz cool, ja. Naja, du kannst ja schon mal zumindest 250 Gewicht nicht nochmal boosten, indem du dir KT was ins Team reinhaust. Ja, kannst du nicht mit Dings noch mehr boosten? Mit was? King Packer oder so heißt das. Das hatte ich das letzte Mal gefragt, glaube ich, habe keine Antwort bekommen. Meine der King Packer gibt dir 100 mehr Tragekraft, wenn du es im Team hast. King Packer? Dann tausche ich doch einen. Ich habe aber leider nur eins. Ja, das musst du halt in deinem Team tun. Ja, ja. Mehrere, du brauchst nicht mehrere drin. Du kannst bloß eins dabei haben, was den Boost bringt. Bei den Kativas ist es aber anders. Bei wem? Kativa. Ich habe Kativas drin gehabt, die haben das gestackt. Sicher. Den Effekt. Ich habe es PAL-Fähigkeitseffekt plus 200. Sicher, dass es ein King Packer war? Also King Packer bringt plus 100. Bei mir ist irgendwie nicht. Also du kannst es ja gerne ausprobieren mit 5 King Packers im Team, aber... Ja, habe ich ja nicht. Aber du kannst ja vielleicht King Packer und Kativa mitnehmen. Ne, wie gesagt, ich hatte 4 Kativas gerade eben und ein King Packer drin und es hat gerade mal 200 Gewicht gehabt. Jetzt habe ich das King Packer wieder raus. Den Boss King Packer. Mhm. Dann habe mein Kativa wieder rein. Was ist denn? Jetzt habe ich wieder mehr Gewicht. Blödes Mistvieh, liegt dir im Weg rum oder was? Oh, ich habe gar keine Munition. Na, zum Glück war es mit einem Schuss tot. Also ich glaube, innerhalb von 3 Minuten schaffe ich den Rest zu transportieren, hoffentlich. Okay. Also, dein Stein ist da, ne? Hm, ich hab's gesehen, danke. Aber es schlafen... Achso, ja, okay. Das Tombett schläft ja nicht, ne? Aber guck mal, es hat sich keiner in das große Bett gelegt. Hier, die kleine Schreit, ich muss noch kurz gucken. Ja. Ja, ich glaube, in das große Bett legt sich ein Broncheri. Ja, also die XL-Viecher halt. Genau, die XL-Viecher. Du hattest ja neulich gesagt, dass du hier auch, als wir nicht dabei waren, einen Angriff hattest in dem Lager. Einen Angriff hatte ich, ja. Es kann halt sein, dass wenn dann höher leveligere Angriffe kommen, dass sie dann doch bis hierher kommen. Dann ist es gar nicht so schlecht, das so burgmäßig aufzubauen. Ja. Dann sollte ich vielleicht auch mal bei Technik, wenn wir irgendwann so weit sind und uns verteidigen müssen... Die Geschütze. Oder diese Sandsack-Dinger hinstellen. Na, Sandsack nicht. Also ich kann aktuell... Kann ich ihn da nicht lernen. Es gibt auch so Sandsack mit Maschinengewehr und sowas. Es gibt die Armbrust, könnte ich lernen. Das ist das. Und das Maschinengewehr kommt erst auf Level 40. Achso. Brauchst du also noch ein Level. Ja. Und dann gibt es ja noch den stationären Raketenwerfer. Auf Level 50. Ja. Ist auch gar nicht übertrieben. Nee. Und die Panzerfaust gibt's ab Level 49. Ja, aber die ist ja zum damit rumrennen und Pelz töten. Ja. Und eigentlich alles auslöschen, was so rum existiert. Ja.
Ich fange bei den Hühnern immer nur guter Läufer oder sowas. Brauchen wir alles zum Entsaften. Wir brauchen irgendwie, was, 128, ne? Was? Hühner? Ja. Um hier Huhn zu machen. Wieso brauchen wir 128 Hühner? Oh, Workaholic habe ich gefunden gerade. Sehr oder geil. 127 oder sowas. Nee, nicht ganz, es sind 100... um die 120 müssten sein. Du hast 64 plus 32. Ach so. Plus 16 plus 1. Ja, es sind plus 113, okay. Plus 113. Ja, Junge. Ah, dann haben wir schon 11 Uhr mittlerweile. Wir brauchen jetzt 1,5 Stunden lang die Basis um. Ja, das dauert halt ein bisschen. Aber ist ja nicht schlimm, oder? Oder willst du jetzt was anderes machen? Nö. Also ja, ich würde gerne wieder weiter züchten und ausbrüten, aber... So. Aber ich bin ja noch am Zeug hin und her transportieren zwischen den Lagern. Von daher habe ich gerade sowieso zu tun. Noch dreimal laufen, dann bin ich fertig. Ich muss mal irgendwo die Eier hier reinlegen. Du willst also deine Eier erst mal irgendwo ablegen? Ja. Lass sie doch einfach hochhalten. Ich muss mir jetzt erstmal neue Steine besorgen gleich. Hast du schon wieder 400 Steine verbraucht? Auf jeden Fall den einen oder anderen Stein verbraucht. Ja, richtig. Hol dir ein paar 400 Steine und alle weg. Aber dürfen wir mittlerweile hier mal ein bisschen was produziert haben? Ja, das ist der 300 Steine, sind noch wieder drin gewesen. Ich hatte nicht alle mitgenommen. So, hier hast du Steine am Schub. Bau weiter. Wo hast du Steine reingetan? In die erste Kiste? Ne, in die dritte. Und wo ausgezählt? Von mir ausgezählt. Achso, du bist der andere, du bist gar nicht der Florian. Ja, ich bin nicht der Mr. Steel. Verrückt. Hier waren übrigens auch noch Steine drin in einer Holzkiste. Ja, ich weiß. 70 oder so. 77, ja. Frag mich, wo das Zeug ist. Ich weiß das. Okay. Haben die denn jetzt schon was produziert da drüben? Ja, 300. Die habe ich schon weggelegt zu dir. Achso. Hier sind schon wieder 272 drin, ne? Ja, hast du denn noch mehr Palbetten? Na, aktuell nicht. Aktuell haben wir 15 Betten. Ja, das reicht doch. Dann kann ich doch Viecher reinschmeißen, dass ein bisschen was gearbeitet wird an Steinen. Wollen wir hier drüben auch noch ein Tor hinbauen eigentlich? Ich hab doch genau die richtigen Arbeiter. Ich würde sagen, ne? Wann macht das den Rechner eigentlich mit, wenn wir hier so viel bauen? Ja, ja. Da hat er, weiß gar nicht, 32 GB RAM oder sogar 64. Oh, und die Grafikkarte hat auch 12 GB, also von dem her. Okay. Dann ist ja gut. Mir gehen tatsächlich die blauen Sphären langsam aus. So viele mal eingesammelt hier, aber... Also ich finde am... Ja, Robert, wie gesagt, ich finde halt so einen Raum mit so... Wenn du immer in die Mitte so ein Feuer stellen würdest und dann drumherum so 8, 9 Brutstationen. Ja, 8. Macht Sinn, ja. Oder wie viel kannst du ein Feuer beheizen? Weiß ich nicht, aber du könntest ja wie so ein, ne, quasi so ein 3x3 Feld bauen, das in der Mitte halt dann nicht bauen, sondern da halt so eine Heizstation hinsetzen. Dass man halt 8 Brutkästen da rundherum hat. Ja, ich glaube, es wird sogar noch mehr gehen.
Also wie gesagt, ich muss mal ausprobieren. Ja, vielleicht kann man die noch dichter setzen. So, ich habe alles von der einen Base zur anderen rüber geschafft. Florian, drüben auch alles abgerissen. Holen. Was kann ich? Dein Kohle und Metall holen. Ja. Die Vorkommen sind quasi wieder frei. So, Robert, ich habe jetzt die Steinproduktion angeworfen. Wir haben jetzt 260 Steine schon wieder. Ja, die produzieren ganz ordentlich, ja? Ja, da stehen gerade 4 Anubis dran, mehrere Diktoys. Perfekt. 4 Anubis und 2 Diktoys stehen dran. Ja, wir werden den einen oder anderen Stein brauchen hier. Ja, ja. Also, das nächste steht an, Mauerturm herumbauen, oder wie? Die baue ich gerade schon, ja. Ja, dann helfe ich dir doch, oder? Kannst du machen. Dann geht es doch schneller, dann können wir endlich die Inneneinrichtung bauen zum weiteren Züchten. Na, du kannst damit auch schon fortfahren. Müssen wir halt überlegen, wo wir das hinbauen wollen. Ja, das will ich ja nicht machen. Das muss ich ja denken. Ach so. Du willst quasi stumpf Mauer setzen. Ja, bitte. Kannst du natürlich auch machen. Ist das denn genehmigt, Herr Oberbaumeister? Ja, mach doch. So, das heißt, die Züchterei machen wir in das Lager, wo Steine und Holz abgebaut werden? Brauchen wir denn bei dem anderen so viel mehr mit dem Essen herstellen? Naja, du brauchst ja da Felder, dann brauchst du was zum Bewässern, zum Anpflanzen, zum Ernten. Weil da, wo der Stein und sowas noch drin ist, und das Holz und das Arbeitszeug, da ist die Frage, wollen wir da nicht auch die Zerkleinerer und sowas reinstellen? Ja, weiß ich nicht. Heißt, denn wenn wir bei dem anderen sowieso Bewässerungspelz brauchen. Das ist nämlich die Frage. Ich würde den Zerkleinerer und die Mühle tatsächlich bei dem Essen mit reinpacken. Ja, die Mühle sowieso, aber der Zerkleinerer und ja, aber Zerkleinerer braucht doch auch Wasser. Dann können wir uns hier nämlich das mit den Wasserpelz komplett sparen und machen hier 2 Zuchtstationen rein und nutzen hier 4 Slots für Viecher, die wir züchten. Okay. Hier, wie viel hast du von der Ecke aus reingebaut? 3, ne? Ja. Wo von euch Ecke? Naja, hier hinten. Achso, ja, der Turm ist 3x3 quasi. Das geht immer von Steine ab, ne? Hier. Ja. Kannst du dich nicht mehr bewegen, oder was? Ja. Ich habe zu viele mir weggesnackt. Genau, und dann bei den Türmen würde ich da jetzt mal eine Tür reinmachen. Perfekt. 3x3 von der Außenwand oder 3x3 von der Innenwand? Von der Innenwand. Okay. Aber die Innenwand hast du trotzdem durchgezogen, ne? Außen drumherum. Ja, genau. Also es ist 4 von dem, also 4 Fundamente reingerückt quasi insgesamt. Ja, ich meine, aber du hast ja trotzdem innen drinnen den Turm bestimmt, den 3x3-Turm gebaut plus den äußeren Ring, oder? Ja, genau. Deswegen sind 4 Fundamente insgesamt. Der Entsafter steht ja eigentlich schon? Nee. Und wie kommt man dann in diesen Turm rein? Durch eine Tür dann, ne? Ja, ich habe jetzt hier eine Tür mal gebaut. Okay, du machst das einfach. Ich setz einfach weiter Mauern. Steffi, bis du kommst, habe ich alles schon rübergetragen. Ja, ich muss ja hier auch jedes Huhn und alles, was es so gibt, noch mitnehmen. Da muss ich teilweise noch Sphären suchen erstmal und die hier rumliegen. Wir haben Sphären bei uns im Lager, ne? Ja, aber bestimmt keine blauen, oder? Ich glaube, ein paar liegen da auch rum. Doch, ich hatte meine aus meinem Inventar rausgenommen und habe sie in die Truhen reingefeuert. Na, dann komme ich mal zum nächsten. Ich glaub, 30 oder so. Wenn nicht, die kosten ja nicht viel, da kann man die auch nochmal in den Händler reinschmeißen, ja. Dann gibst du den Robert sein Geld und kaufst dir welche. Ja, wenn du hier im Stadtgebiet eine Runde läufst, dann hast du ja auch schnell welche eingesammelt, ne? Die liegen ja auch überall, aber... Ja, oder du kaufst halt schnell 300 Stück. Wie, das paar... Achso, wir brauchen übrigens dann mal noch was, wo sie sich ausruhen können, ne? So ein... Ja... Das ist jetzt so ein bisschen viel, woran du denken musst.
Soll hier auch noch ein Tor, wo ihr freigelassen ist? Ja, ist für insgesamt 3 Tore haben wir. Okay. Das heißt, hier hinten kommt auch ein Turm hin? Nee, da in der Ecke kommt dann kein Turm demnach. Und da musst du dann aufpassen mit dem Platzieren deiner. Ja, da hinten wird dann ein bisschen anders halt. Es muss ja jetzt nun nicht alles super symmetrisch immer sein, oder? Nee, ich meine, da musst du aufpassen mit dem Setzen der Arbeitssachen, weil dann stehen die vielleicht wieder außerhalb, damit die Pairs nicht dran kommen. Ja, das muss man gucken dann. Was muss ich da hören? Du willst propetrisch bauen? Ja. So sieht's aus. Robert, ich glaube, ich bin fertig. Ja, du kannst gleich oben drauf noch eine Decke setzen. Okay. Warte. Lass mich nur ganz kurz dahin. Hier, weißt du was? Dann mache ich jetzt mal kurz 5 Minuten Pause. Mach das. Heute spielen wir bestimmt bis 12 oder 1, ne? Ja. Ich laufe jetzt einfach mal eine Runde hier oben rum. Ja, wie jetzt? Da kann ich so nicht setzen. Strange. Da geht's auch nicht. Verrückt. Irgendwie brauche ich dann mal noch eine Axt offensichtlich, um hier bestimmte Bäume noch zu entfernen. Alter, ich glaube, unsere Steinproduktion läuft gerade richtig auf Hochtouren. Die Gebäude verfallen, wenn die außerhalb vom Lager stehen, hast du ja noch aus, ne? Das habe ich ausgestellt. Finde ich auch irgendwie ein bisschen unrealistisch. Ja, das ist halt wahrscheinlich dafür gedacht, dass du nicht einfach die ganze Map zuballerst mit irgendwelchem Kram. Ja. Aber wer würde schon außerhalb von seinem Lager bauen? Natürlich niemand. Nein, das war falsch. Ich meine, wenn, dann hätten sie es so machen müssen, dass sie auch runde Wände hätten. Ja. Stimmt. Und alles andere oder dass das Lager halt ein Viereck ist. Ja, das wäre sogar noch besser gewesen. Ich hätte sogar fast besser so gefunden. Ein Raster wäre auch nicht schlecht genau, gewesen, ne? Wenn du halt viereckiges Lager und hast dann ein Raster. Dass du halt wirklich perfekt alles ausnutzen kannst. Ich habe keine Steine mehr. Wie weit kann ich von hier aus gleiten? Alter! Entschuldigung. Ich baue es gleich wieder auf. Was denn? Wir waren Stein. Den wollte ich abbauen. Und mein Diktor ist dann natürlich die Wand kaputt gemacht. Eieieiei. War ein bisschen übermotiviert, hä? Ja, der war halt im Fundament drinne. Naja, du kannst dir dann schon mal Gedanken machen, wo. Quasi diese Pell-Entspannungsstation hinkommt. Wer ist das, heiße Quelle oder so? Brauchen wir ja quasi in jedem Lager. Ja, wir könnten sogar überlegen, mehrere pro Lager zu haben. Theoretisch.
Ich weiß gar nicht, ob das so viel bringt, mehrere zu haben, weil... Also wieso nur bloß eins drinne sitzt, oder was? Ja. Also, der Geist sinkt ja sowieso immer unterschiedlich von denen. Mhm. Und wenn sie schlafen gehen, bauen sie den ja auch wieder auf. Also ich würde erstmal sagen, eins würde pro Lager reichen. Mhm.